Das Baugebiet 2 an der Marburger Straße wurde fertiggestellt. Durch das Baugebiet verläuft eine Grün- und Parkanlage mit entsprechendem Wegeverlauf und Bepflanzung. Zum Baugebiet gehören ca. 150 Baugrundstücke für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Tinyhäuser. Freigeben wollen, das liegt mir persönlich auch am Herzen, weil wir es natürlich auch angezettelt haben. Und natürlich muss man hier auch offen dazu sagen, so investiert haben, dass wir etwas für die Zukunft haben, dass wir dort hineingehen können. Denn eine Stadt braucht immer Baugebiete, sodass man dort auch entsprechend Bauwilligen immer was zur Verfügung stellen kann. Und das können wir hier tun, wobei schon jetzt vorweg gesagt, wir werden erst Marburger Straße Baugebiet 1 vergeben, bevor wir dann in dieses Baugebiet 2 hineingehen, wo hier jetzt rund 100 Bauplätze sind, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und das ist uns wichtig, nicht, dass wir alles zerflettern, sondern dass wir klar sagen, wir fangen in der 1 an und dann geht es hier in die 2 hinein. Wenn ich das Ganze von hier aus mal sehe und immer noch weiß, wie war ehemals die Kreisstraße 117 dort, dann muss ich dazu sagen, heute städtebaulich integriert auch dieser Bereich, vor allen Dingen auch gut angebunden mittlerweile jetzt Bockental 1 und 4, weil das waren es ja auch ein gemeinsames Ziel, wenn man sieht, die Kreisstraße dort ist immer noch dort, zumindest so wie sie immer war. Auch da haben wir mal Pläne gehabt, dass man dort noch Änderungen vornehmen kann, damit man Bockental 1 bis 4 besser dort anschließen kann an dem Bereich auf dem Gericht. Und das wird aber jemand machen müssen, nicht mehr ich oder nicht Herr Dittmar, sondern das sind dann Themen für die Zukunft, ganz einfach hierbei ja, brauchen dabei. Der erste Bauabschnitt war im September 2022 fertig und dann haben wir hier entsprechend angefangen dabei. Wir nennen ruhig die Straßen, ich gebe es der Presse dann auch einmal, habe ich zumindest dabei, ich weiß nicht, haben wir es noch zweimal dabei, dass die es haben. Ausbaulängen, einmal Sterntaler Ring. 820 Meter, Rotkäppchenweg 220 Meter, Schneewittchenweg 265 Meter und der schönste Weg, Hans im Glückweg, das sind dann 215 Meter. Und alles ist niveaugleich ausgebaut worden. Und vorhin ist schon einmal gesagt worden, so ein sauberes Baugebiet hat man noch nie gesehen. Wir haben es besprochen. Uns war es wichtig, dass man hier die Anschlusspunkte schon definiert, sodass nicht die Bauherren bauen und nicht eine Höhenangabe hatten. Weil das führt natürlich dann immer zu den Problemen, die die Leute vom Bauamt haben. Wo muss ich jetzt anpassen? Wie kann ich das tun? Und das ist immer ein Bankspiel gewesen. Wenn man dann den Endausbau machte, dann war immer die Problematik da, wie können die Hausbesitzer dann ihre Anschlüsse an den öffentlichen Raum, also an die Straßen entsprechend tun. Und das brauchen wir hier nicht, sondern die haben eine feste Vorgabe und können dort entsprechend dann gut anschließen dabei. Auch das ist hier etwas Besonderes dabei, sodass wir die Ausbauhöhen entsprechend eindeutig dargestellt haben und die Bauherren dann hier auch gut bauen können und sich darauf verlassen können, es bleibt alles so. Straßenabläufe werden zur Straßenentwässerung gesetzt. Ausbau der Fahrbahn mittels Asphalttragschicht, Breite 5 Meter, insgesamt breit werden die Straßen 7 Meter. Ausbau Randbereiche mittels Aufschotterung. Und der Endstufenausbau wird dann in Pflasterbauweise und Asphaltbauweise wechseln, mit einer Entwässerungsrinne in der Mitte der Straße ausgebaut. Das ist das Ziel, was wir hier vorhaben, sodass man das Ganze auch gut fertig machen kann. Auch natürlich, was in ein entsprechendes Baugebiet hineingehört. Beleuchtung steht auch. Auch das war häufig immer ein Problem. Ich habe doch da jetzt meine Einfahrt geplant. Heute stehen die Laternen da. Dann muss man verdammt nochmal so planen, dass man auch auf sein Grundstück draufkommt und nicht hinterher nochmal kommt. Und natürlich kommen Baumstandorte überall hin, damit wir auch einen Teil des Ausgleichs hierhin machen.
Und was uns wichtig war dabei, eine Grün- und Parkanlage mit Wegeverlauf und Bepflanzung aufzubauen dort. Das ist ja nicht mal dort, ne? Genau, da wo die Einengung ist, da können wir nachher aber anschauen, wer das sehen möchte dabei, weil das auch ein Teil ist, was aus unserer Sicht mit hineingehört in ein solches Baugebiet. Straßenbeleuchtung, 55 Straßenlaternen mit LED-Technik. Und die Laternen, die Leuchten sind, das sieht man hier, hat man noch nicht gesetzt. Auch das habe ich mir sagen lassen müssen, wenn man diese Leuchten schon drauf macht und sie werden nicht angemacht, gehen sie schneller kaputt, als wenn sie an sind. Und das ist ein Problem, was uns ständig begleitet. Deshalb haben wir das hier noch nicht. Deshalb auch dort noch nicht diese Beleuchtung, die dann abends an sein wird. Ja, ich hatte schon gesagt, 100 Baugrundstücke, die wir hier haben. Und ich hatte auch schon gesagt, dass wir die erstmal nicht verkaufen, sondern soll erst der erste Bauabschnitt so gut wie voll sein. Ja, die Arbeitsgemeinschaft, die heute auch wieder hier mit vertreten ist, Heinrich Rode, Wachenfeld und Heinrich Mütze GmbH sind hier wieder beteiligt gewesen. Die haben die Arbeit wieder gut gemacht, wie wir das immer tun. Unfälle sind mir nicht bekannt, muss da mal gucken. Alle Daumen. Oh, alles gut. Ja, bei dir sowieso. Nein, nur symbolisch. Und dann haben wir natürlich noch andere Beteiligte. Das Ingenieurbüro Zieg Kessler war dabei, Energiegesellschaft Frankenberg, Abwasserwerk, Energie Waldeck Frankenberg und die Deutsche Telekom zusammen mit der Stadt Frankenberg. Und damit hat das alles auch gut funktioniert. Insgesamt der zweite Bauabschnitt 1,1 Millionen, die wir hier verarbeitet haben. Und das Ganze hat gedauert anderthalb Jahre, Entschuldigung, sehe ich hier, 11.10. bis 21.03.24, anderthalb Jahre, die wir dort haben. Wer Bauplätze haben will, kann die Presse gerne schreiben, an den Jost Fingerhut sich melden von der Stadtverwaltung, Telefonnummer haben wir hier. Ich sage hier zunächst mal Dank an die Firmen, die das so ausgebaut haben, dass man es so hat wie heute, aber vor allen Dingen diejenigen, die die Grundlagen geschaffen haben, die die Fundamente in Form von Planungen erstmal vorbereitet haben. Herzlichen Dank für die gute Arbeit, die wir hier sehen, ja, und konnten dabei. Am Ende des Tages natürlich sage ich dem Bauamt vielen herzlichen Dank, die die Arbeit dann auch mit allen abgestimmt haben. Und ich darf es an dieser Stelle auch nochmal sagen, Herr Dittmar, vielen herzlichen Dank. Die Baufirmen werden ihn vielleicht in Marburg dann wieder erleben. Wenn es dort weitergeht, wenn er dort auch Ausschreibung teilnehmen tut, hier wird er uns auch verlassen. Wir gehen zusammen quasi am 31. März um 24 Uhr die Treppe runter. Nein, das machen wir vorher, das kann ich dazu sagen. Ist Ostern. Ostern, ja klar. Schätzen wir mal aus. Ist denn das? Straße. Haben wir im Prinzip verkehrsberuhigte Bereiche, Spielstraßen, deshalb diese Pflasterbauweise, das heißt den Verkehr reduziert. Wir haben die Grünanlagen mit durchgeplant. Wir haben ja hier ein klassisches Baugebiet, was von der ursprünglichen städtebaulichen Entwicklung ausgeht, über die Bauleitplanung, über das Baurecht schaffen, hin bis zum Vorstufenausbau, bis zum heutigen Tag jetzt so geschaffen. Das heißt, wir haben die grüne Infrastruktur gleich mitgeplant, deshalb die Baumstandorte auch schon mit vorgesehen, Wurzelräume, Substrate mit eingebracht, weil eben genau diese Diskussion, das heißt die Entwässerung in der Mitte, hier ist zum Beispiel so ein Pflasterbereich, dass die PKWs jetzt hier nicht auf einer Gartenstraße irgendwie durchheizen, sondern dass wir hier auch Spielstraßenmöglichkeiten haben, um jungen Familien hier auch eine sichere Wohnumgebung zu schaffen, eine grüne Wohnumgebung zu schaffen und nicht erst im Nachhinein, nachdem der Straßenbau durch ist, überlegen, wo können wir denn noch etwas erwirken, sondern das Ganze vom ersten Moment an geplant und eben jetzt auch in die Bauabwicklung schon mit hineingegeben. Nachdem das Büro Fischer ja für die Bauleitplanung schon tätig war, dass sie dem Büro Zieg Kessler ja auch das Vertrauen geschenkt haben und ich denke, nach anfänglichen Problemen haben wir hier eine hervorragende Abwicklung erleben dürfen, die Zusammenarbeit mit dem Bauamt, mit dem Abwasserverband war das, ne? Mit Abwasserwerken. Mit allen Beteiligten eigentlich. Wir haben sehr wenig Schiffsverkehr gehabt und ja, was die Baufirma hier hinterlassen hat, mein Kompliment, habe ich selten gesehen, so eine ordentliche Übergabe und lässt für mich auch darauf schließen, dass also auch der Unterbau stehen wird. Insgesamt eigentlich, wie gesagt, ein sehr
anschauliches und sehenswertes Projekt. Und ich glaube, Sie haben eine gute Zukunftsinvestition betrieben. Gut, schätze ich mal. Ja, als Arbeitsgemeinschaft sind wir ja schon angesprochen worden. Wir waren natürlich gerne für die Stadt Frankenberg tätig. Ich glaube, auch Frau Bürgermeister von dir, Carsten, angesprochen. Es ist schon ein besonderes Objekt, was hier erschaffen worden ist mit Details. Und Sie sagten schon so schön, man hat auch lehrreich gelernt dabei, wie was abgewickelt wird. Aber nichtsdestotrotz, dieser objektive Eindruck sieht sauber aus. Wir haben auch hier Plattendruckversuche. Auch da ist das nicht nur objektiv in Ordnung, sondern auch grundtief in Ordnung. Mein Dankeschön dafür, für die gute Zusammenarbeit. Und als Gesellschafter, ich denke mal, als wir beide Gesellschafter sahen, insbesondere auch den Polier, den Eugen Sonnberg, vielen, vielen Dank, weil der Mann der ersten Stunde, auch hier Helmut Fieseler als Bauleiter, das sind Typen, die entsprechend auch hier diese Geschicke in den Händen hatte, in zu guter Zusammenarbeit mit Ingenieurbüro, auch da Dankeschön. Gegenüber der Stadt auch, hin kam das Thema mit Geld. Ich hoffe auch, dass Geld, wenn die Abschläge jetzt draußen sind und die Schlussrechnung, dass die schnell reinkommen, damit die Geschäftsführergehelder bezahlt werden. Vielen Dank. Jetzt sind ja gleich die Gewerbesteuer. Das wird ja vorher schon weggeholt. Vielen Dank für die Beauftragung zum einen und die, ja, im Endeffekt die Verantwortung, die wir hatten und wir das Objekt jetzt auch wieder mangelfreie Abnahme wieder dem Bauherrn zurückgeben werden. So hoffe ich, dass es für morgen und für übermorgen ähnlich abgewickelt wird. Dankeschön. Ja, also das Baugebiet bietet vom Tiny House bis zum Mehrfamilienhaus in unterschiedlichen Quartieren in diesem Baugebiet die Möglichkeit für alle Interessenten etwas zu haben. Wir haben die so konzipiert, dass wir normale Baugrundstückgrößen, also wir haben hier Baugrundstücke von 600 bis 900 Quadratmeter, die wir ausweisen wollen, und wir haben etwa 3 Tiny House Bereiche ausgewählt, wo wir dann etwas kleinere Parzellen daraus entwickeln, sodass wir der Nachfrage folgend zwischen 3 und 9 Tiny House mögliche Bauanträge hier abwickeln können. Das heißt, die Hausanschlüsse sind so vorgesehen, dass diese Grundstücke eben 3 Hausanschlüsse statt einen haben, und damit können wir dem Markt folgend entweder 1, 2, 3 oder bis zu 9 Tiny Häuser hier ermöglichen in dem Quartier, ohne dass wir nochmal in irgendwelche Tiefbaumaßnahmen eintreten müssen.